Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich glaube, das ist das erste Video seit 11 Monaten, was ich veröffentliche. Es wurde ja hier auf YouTube ruhig, es ist generell auf meinem Blog ruhig. Auf Instagram war es, ich glaube, ein halbes Jahr lang recht ruhig. Und jetzt erzähle ich euch einfach mal die Geschichte, die dahinter steckt. Ja, viele von euch haben es mitbekommen, ich habe es ein bisschen auf Instagram begleitet. 2019 war für mich ein richtig verrücktes Wendejahr. Ich habe mich getrennt. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen, die ihr jetzt hier quasi seht. Ich musste mich sportlich leider sehr stark einschränken. Ich bin in meinen Beruf wieder zurückgekehrt am 1. Januar und bin nach 3 Monaten aber dann aufgrund eines Bandscheibenvorfalls komplett ausgefallen. Ja, heute kann ich sagen, mir geht's wieder richtig gut. Ich erzähle euch jetzt aber, wie habe ich das gemerkt, wie ging es mir, was wurde gemacht und ja, meine Geschichte. Wo fange ich an? Ich fange einfach mal an mit meinem chaotischen Jahreswechsel. Also da war der 31.12.2018. Irgendwie hat die Welt auf mich geschaut. Es gab für mich einen massiven inneren oder äußeren Druck. Komme ich jetzt wieder zurück zur Polizei? Ihr wisst ja, ich hatte ein halbes Jahr eine unbezahlte Freistellung. Ich war beurlaubt. Ja, und dann ging das halt irgendwie so los. Geht sie zurück in den Dienst? Bleibt sie irgendwie Influencer? Was auch immer. Ja. Ich bin dann wieder in meinen Dienst zurückgekehrt und es lief eigentlich alles sehr, sehr gut. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich liebe ja tatsächlich diesen Job und irgendwie hatte ich aber Hüftschmerzen. Es fing alles für mich ganz, ganz, ganz belanglos an. Das heißt, ich habe ein schweres Medikament genommen für meine Haut. Das haben auch viele von euch verfolgt. Und eine der Nebenwirkungen waren Gelenkschmerzen. Ja, und dann denkt man sich halt eben, okay, ich habe ein bisschen Hüftschmerzen, ist ja nichts dabei. Das heißt, ich war halt wieder zurück auf Arbeit, bin natürlich nicht zum Arzt gegangen. Wer geht wegen jedem kleinen Schmerz zum Arzt? Vielleicht sollte man das rückblickend betrachtet oder vielleicht hätte ich es rückblickend betrachtet tun sollen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ja, dann gab es den ein oder anderen Dienst. Ich bin mit meinen Kollegen auf Streife gefahren und ich bin aus dem Streifenwagen ausgestiegen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, es ist alles relativ tief und man steigt aus, man dreht sich irgendwie raus, hat hier noch das schwere Koppel mit Waffe, Pfefferspray, Funkgerät und all dem, was da dran hängt. Und mir zog es einfach das Bein weg. Ich bin ausgestiegen und ich hatte einen so schlimmen, blitzartigen, feuerartigen Schmerz in meinem kompletten Bein abwärts, dass mir halt mein Bein weggezogen hat. Ja, und selbst da habe ich noch nicht darüber nachgedacht, was es denn sein könnte. Ich habe immer gesagt, okay, ich nehme ein schlimmes Medikament, meine Haut wird schöner. Es ist halt einfach ein Gelenkschmerz, der ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Ja, habe ich halt Schmerzmittel genommen. Und dann gab es im März diesen Jahres noch einen Urlaub. Ich war auf Bali und auf Bali, ohne dass ich irgendeinen Sport gemacht habe. Also ich bin ja mittlerweile so, dass ich, wenn ich in den Urlaub fahre, fliege, Sport ist da halt untergeordnet. Das hat da eine untergeordnete Rolle eingenommen, einfach zur Erholung. Wir arbeiten ja auch sehr viel im Urlaub und ja, ich habe geschlafen, ganz normal, und bin dann irgendwann nachts um 3, um 4 wach geworden und hatte massivste Schmerzen. Also ich konnte quasi, ich hatte einen pochenden, brennenden Schmerz. Ich kann den jetzt rückblickend betrachtet noch nicht mal mehr beschreiben. Ich wusste jedenfalls, irgendwas ist kaputt. Mit jeder Bewegung, in welcher sich dieses Gelenk bewegt, das heißt aufstehen, hinlegen, sitzen, stehen, in den Pool gehen, was auch immer, hatte ich wieder diese Schmerzauslösung. Was habe ich gemacht? Einfach Schmerzmittel gekauft und habe euch auf Instagram gefragt, was kann ich jetzt machen? Könnt ihr mir einen guten Orthopäden empfehlen? Ja. Und letztendlich war es dann so, ich bin nach Hause gekommen, hatte dann schon meine MRT-Termine. Und habe immer noch gesagt, Adrienne, du hast nur eine ganz einfache Entzündung. Dein Muskel ist irgendwie entzündet. Kann ja vorkommen. Da ist nichts. Ja, und dann hatte ich quasi ein MRT. Lasst mich kurz überlegen. Ich hatte Anfang April ein MRT, Lendenwirbelsäule und Becken. Und ich habe noch gesagt, beim Becken wird irgendwas rauskommen. Da ist irgendwas, wer weiß. Und dann bekommt man ja quasi so eine Art Kurzauswertung. Oder man fragt dann immer schon, und haben Sie irgendwas gesehen auf diesen Bildern? Und beim Becken hat man mir gesagt, nö, da ist nichts. Lendenwirbelsäule war separat. Und dort sagte mir schon diese Schwester, Frau Kolessar, Sie machen jetzt hier mal gar keinen Sport mehr. Und ich so, okay, war jetzt sowieso nicht meine Priorität, aber Sie machen keinen Sport mehr und Sie halten so schnell wie möglich Rücksprache mit Ihrem Arzt. Und ich so, okay, alles gut. Ja, 3 Tage später wusste ich, was los war. Bandscheibenvorfall. Mit 35 Jahren. Nein, ich war 34. Bandscheibenvorfall, 34 Jahre. Und ich habe gedacht, okay, es wird schon nicht so schlimm sein. Es ist ja irgendwie nichts. Irgendwie alte Leute haben Bandscheibenvorfälle. Bei mir, das wird nichts sein. Da,
dreimal Physio und alles ist gut. Ja, dann wurde mir halt beim Arzt alles erklärt, was, wie, warum, weshalb. Kein Sport, kein Kraftsport, kein Crossfit, kein gar nichts mehr. Stabilisation. Und man hatte ja immer diesen Nervenschmerz. Mit jeder Bewegung hatte ich ja irgendwie diesen Schmerz. Und man hat mir gesagt, Frau Kolossar, gegen den Schmerz können wir jetzt nichts machen. Also wir haben folgende Möglichkeiten. Es wird auf einem konservativen Weg behandelt. Das heißt, Sie bekommen Physiotherapie. Wir können Sie auch anspritzen. Das Anspritzen habe ich dann auch später gemacht. Konservativer Weg, der kann lange dauern. Das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Das kann viel, viel länger dauern. Und dann irgendwann resorbiert der Körper das, was da aus der Bandscheibe ausgetreten ist und auf den Nerv drückt. Das kann aber eben dauern. Da gibt es keine Uhrzeit. Es ist nicht wie beim Knochenbruch, wo man sagt, okay, nach 8 Wochen und jetzt kannst du langsam wieder belasten. Okay, es war halt einfach mal alles und nichts. Ich hatte diese Schmerzen. Ich fand es in dem Moment noch okay. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich dachte, gut, okay. Wir werden sehen. Ich habe mir dann in der Hinsicht noch eine zweite Meinung eingeholt und ich muss sagen, ich hatte sogar noch eine dritte Meinung bei einem Orthopäden. Der erste war quasi nur dieser notbehandelnde Arzt, der erste Maßnahme einleitet. Der hat mir auch so ein Stromgerät mit für zu Hause verschrieben. Ja, dann bin ich irgendwann zu Dr. Mutze nach Freiberg gekommen. Der hat mit mir auch nochmal alles besprochen und ich habe mich dann relativ schnell eben für diese Spritzentherapie entschieden. Das heißt, auf zwei verschiedene Arten wurde der Nerv einfach betäubt. Ja, das hat relativ gut gewirkt, wobei ich immer noch einen Restnervenschmerz hatte. Und ich bin dann relativ schnell auch in eine Reha-Maßnahme gekommen. Das heißt, danach hatte ich einen Monat eine ambulante Reha, in welcher dann Physiotherapie, Strom, Gruppentherapien, was auch immer, also diverse Therapieansätze verfolgt wurden. Und während dieser Reha-Maßnahme ist der Schmerz extrem wieder zurückgekommen. Also das heißt, es hat irgendwie alles nochmal richtig aufgewühlt. Und rückblickend betrachtet, nochmal also wie ich mich gefühlt habe, so war das eine sehr, 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 sehr schwere Zeit. Diejenigen, die mich in meiner Instagram-Story gesehen haben, man hat es gemerkt. Mir ging es einfach mental absolut schlecht. Ich konnte keinerlei Sport mehr nachkommen. Also ich konnte nicht in mein Fitnessstudio gehen. Ich meine, ich gehe 6-7 Tage trainieren, ich habe Crossfit gemacht, ich war laufen. Ich habe das mit dem Laufen gerade wieder so richtig neu für mich entdeckt, weil ich ja Luft bekommen habe. Ist ja noch ein ganz anderes Thema. Und ich konnte nichts mehr machen. Ich hatte quasi von morgens bis nachmittags meine ambulante Reha, habe Schmerzen dabei gehabt, habe mir verkniffen, Schmerzmittel zu nehmen, habe mir gedacht, okay, du hast diese Spritzen bekommen, jetzt noch extra Schmerzmittel zu nehmen, dann verfälschst du alles und habe irgendwie versucht, das durchzustehen. Ich habe sehr, sehr, sehr häufig geweint, also mir ging es richtig schlecht. Ich saß in dieser Wohnung fest, brauchte für alles Hilfe, das heißt, es gab dann einmal pro Woche einen Tag, da kam Frank oder kommt auch heute noch und wir haben hier versucht, irgendwie alles auf Vordermann zu bringen, denn ich durfte ja auch nichts mehr tragen. Rucksäcke war für mich einfach schlimm. Generell die Kisten, ich musste ja ausräumen, diese bückenden Bewegungen, Geschirrspüler ausräumen, all diese alltäglichen Dinge sind mir schwer gefallen, selbst mich auf Toilette zu setzen. Selbst diese Bewegung, weil ja dieses Gelenk bewegt wird und halt irgendwie der Nerv bedrängt war, hat mir wehgetan. Mir hat eigentlich alles wehgetan und irgendwie war es ein Leben zwischen Schmerzmitteln, einer Reha, ohne irgendwie die üblichen sozialen Kontakte, die man ja hatte, durchs Training, durch die Arbeit und irgendwie war es einfach... Es war richtig, richtig bescheiden. Ja, ich war dann so ziemlich genau am 31. Mai wieder in Freiberg bei Dr. Mutze, um ihm halt einfach nochmal meine Situation zu schildern. Wir haben auch aufgrund des erhöhten Schmerzpensums noch einmal ein MRT durchführen lassen. Also es gibt dann quasi nochmals MRT-Bilder von mir. Ja, und dann habe ich mich das erste Mal eigentlich so recht offen der Frage gestellt, was können wir denn jetzt noch tun? Auch wenn das jetzt für viele vielleicht irgendwie kurz klingt oder wenn jetzt viele von euch sagen würden, naja, du hast jetzt gerade mal 2 Monate gehabt, in welchen du aktiv von diesem Bandscheibenvorfall wusstest, wieso lässt du dich jetzt halt einfach entscheiden? So sehe ich das Ganze noch ein bisschen anders. Im Prinzip, wenn man es nüchtern betrachtet, habe ich seit Januar 2019 diese Beschwerden gehabt. Weniger stark. Ich habe natürlich weiter trainiert, weil ich nicht wusste, was ich habe. Ich habe es immer auf eine andere Ursache geschoben. Jedoch waren schon diese 2 Monate aktiven Nervenschmerzes. Also dieser Nervenschmerz ist ungefähr für mich das Schlimmste, was man als Mensch haben kann. Wenn quasi von der Hüfte an, abwärts bis über die Wade in den Fuß, dieser brennende, ausstrahlende Schmerz ist, den man einfach
bei jeder Bewegung im Alltag, sobald sich dieses Gelenk bewegt, was ist das alles? Auf dem Stuhl setzen, auf Toilette setzen, im Sessel sitzen. Wie sitzt man in der Sonne am Strand? Jedes Sitzen, jedes Aufstehen, jedes ins Bett gehen, jedes Drehen im Bett, Schlafen, das alles verursacht starke Schmerzen. Dann fragt man sich halt eben, wie lange möchte man auf konservativem Wege die ganze Sache aussitzen? Wie lange wird der eigene Körper brauchen, dieses Bandscheibengewebe, was ja nun auf den Nerv drückt, abzubauen? Es hätte jetzt noch 2 Monate, es hätte 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr lang gehen können. Ich wollte mit diesem Zustand nicht mehr leben. Für mich war mein Leben so stark eingeschränkt, dass es mir einfach schlecht ging. Es gab ganz viele Tage, die ich hatte, in denen ich nicht mehr aufstehen wollte. Ich bin früh, ich bin normalerweise ein sehr, sehr, sehr strikter Mensch. Ich stehe früh um 7, um 8 auf und dann geht mein Tag los. Für mich war es egal, ob ich um 7 aufstehe, um 8, um 9 oder um 10. Ich war dann irgendwie insgeheim froh, diese Reha-Maßnahme zu haben, weil ich dann ja wieder an einen ganz konkreten Zeitplan gebunden war. Das, was dann dort passiert ist, mir auch nochmal aufs Gemüt geschlagen hat, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber letztendlich war mein Leben so für mich nicht mehr akzeptabel, nicht mehr lebenswert. Ich habe quasi mich dann mit Dr. Mutze unterhalten. Er hat mir nochmal von der Operation berichtet und nur so als Randinfo. Ich habe für mich immer gesagt, von Anfang an, mit der Diagnose, ich lasse mich nicht operieren. Auf gar keinen Fall, ich mache das nicht. Und dort habe ich das erste Mal aktiv drüber nachgedacht, okay, wie wäre es denn jetzt, wenn? Ja. Dr. Mutze wird später auch nochmal sprechen, also ihr bekommt dann quasi nochmal aus fachlicher Sicht da ein paar Einblicke. Jedenfalls war mein bester Freund dabei und auch der hat zugehört. Mir war es halt wichtig, dass noch irgendjemand dabei ist, der mich kennt. Ja, und dann sind wir halt nach Hause gefahren und auf dieser Strecke zurück habe ich dann schon irgendwie drüber nachgedacht. Wow, okay, Rücken-OP, was könnte passieren? Ist es jetzt irgendwie doch zu schnell? Bin ich vielleicht nachher gelähmt? Oder was ist, wenn gar keine Linderung eintritt? Was ist, wenn? Ich bin nach Hause gefahren, ich habe bestimmt 1000 Foren im Internet geöffnet, um irgendwie noch ein Ergebnis zu bekommen, was mich irgendwie zufriedenstellt. Wo irgendwie drin steht, Adrienne, das, was du jetzt machst, ist vollkommen richtig, es kann nichts passieren und dein Leben wird nachher wieder toll. Ja, aber sowas gibt's ja nicht. Also ich war wirklich hin und her gerissen, habe auch noch mit meinen Eltern gesprochen. Mit meinen Eltern, das fiel mir eigentlich am schwersten. Jedenfalls habe ich dann mich nochmal mit einer Freundin getroffen. Wir haben uns, ganz banal, wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe mich an die Elbe gesetzt. Und schon wie ich mich hingesetzt habe, sagt meine Freundin, siehst du Adrienne, und willst du diesen Schmerz jetzt noch ein halbes, ein Dreiviertel oder ein Jahr oder für immer irgendwie in dir tragen? Entscheide das einfach, du musst es halt entscheiden. Und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, ich mach's. Ich hatte zur Operation auf dem Weg dahin, es gibt ja auch nochmal ein Vorbereitungsgespräch, hatte ich die Kamera dabei. Aufnahmen dahingehend zeige ich euch jetzt einfach mal jetzt. Ich habe einfach nie die Zeit gefunden, das zusammenzuschneiden. Genau, viel Spaß dabei. 6 Uhr am Morgen, es ist heute der 4. Juni, es ist soweit OP-Tag. Ich packe noch schnell ein, also ich mache meinen Koffer schnell zu. Ich bin unglaublich aufgeregt, ich schwitze ungemein. Meine Freundin kommt gleich, ja. Dann geht's los. Ich bin ein bisschen nervös, aber nur ein bisschen, und ich sehe heute unglaublich gut aus. Lebenszeichen. Meine OP ist jetzt... Also heute ist immer noch der 4. Juni, ist schon mal ein Check. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Ich war heute, ich glaube 10 Uhr war die OP zu Ende. Ich bilde mir ein, ich habe im Aufwachraum heute 10 Uhr gesehen. Jetzt bin ich hier angeschlossen an einen Schmerztropf. Das heißt, ich bestimme meine Schmerzmittel selbst, die Schmerzmittelgabe. Ich habe die letzten, ich glaube, 2 Stunden mehr, musste ich nicht drücken, aber jetzt habe ich es gerade gemacht. Ja, es ist wohl alles nach Plan verlaufen. Wie gesagt, Schmerzen sind erträglich. Direkt nach OP waren sie nicht so toll. Also im Aufwachraum war ich 2 Stunden. Aber war trotzdem in Ordnung. Man bekommt ja dann quasi immer wieder Schmerzmittel. Was habe ich als erstes gemacht, als ich aufgewacht bin? Ich habe geguckt, ob ich meine Beine bewegen kann. Ich kann beide Füße bewegen. Genau. Der eine, also der hier, der linke, hat ein ganz, ganz, ganz minimales Kribbeln. Ein ganz, wirklich, das ist so leicht wie,
Das war's für heute. Ich bin's. Guten Morgen. Heute ist der 5. Juni. Mein Bett wurde gerade gemacht. Und ich gehe ins Bad. Ich stehe das erste Mal auf. Also richtig. Ich war jetzt immer nur auf so einem Stuhl auf Toilette. Das ist das, was bei mir aus dem Rücken noch raustropft. Jo, jetzt mache ich mich fertig. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass ich diesen Schmerz von der Lendenwirbelsäule her nicht mehr habe. Also der ist zumindest weg. Alles soweit. Wie gesagt, mein Fuß ist irgendwie noch ein bisschen taub, also der linke. Aber ich habe diesen typischen Schmerz nicht mehr, aufstehen, setzen und so weiter. Ich habe einen unglaublichen Druck natürlich auf meiner Wirbelsäule. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mein Rücken, der bricht. Ja, jetzt geht's aber auch wieder. Und das ist jetzt also meine Narbe, alle, die es jetzt hören. Das ist Ihre Narbe. Okay, und jetzt wird der Schlauch rausgezogen, den man jetzt wahrscheinlich hängen sieht, oder? Richtig. So, während ich hier nur im Bett sitzen kann, bearbeite ich Fotos. Zumindest bringe ich mir es bei. Ja. Oh, Mutti kommt. Na? Meine Mutti da, und die hat mir natürlich auch was mitgebracht. Ein paar Hausschuhe, sehr gut. Vielen Dank. Gekochte Eier. Sehr gut, ich habe jetzt wirklich schon Hunger. Eine. Oh, eine Bodylotion. Lotion. Oh. Heute ist der 7.6. Ich werde heute entlassen. Es ist, glaube ich, so 7 Uhr. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Also ich bin, ich glaube, kurz vor 11, vielleicht 10:30 ins Bett gegangen und lag 1 immer noch wach. Mir war heiß und ich konnte einfach nicht schlafen. Bin ich wieder allein zu Hause. Muss mal gucken, wie ich die Pakete öffne, denn ich merke es. Ich habe tatsächlich immer so ein Kneifen in der Wirbelsäule. Also nichts mehr, was von der Bandscheibe ausgeht, um Gottes Willen. Es ist ein ganz anderes Gefühl des Schmerzes. Aber es ist ein schöner Schmerz im Vergleich zu dem, was ich jetzt über Monate hatte. Es ist echt schön, nicht mehr diesen Nervenschmerz zu haben. So, das waren jetzt die Eindrücke von direkt nach der OP, wie es mir dort ging. Und ja, es ging mir nachher relativ schnell, abgesehen von den OP-Schmerzen, gut. Ja, im Anschluss daran gab es natürlich wieder eine ambulante Reha-Maßnahme. Dort wurde dann einfach nur für mich als subjektives Empfinden, ich bin Laie auf diesem Gebiet, ich kenne mich mit Sport und Training aus, aber was jetzt Bandscheibe und genau diesen sensiblen Bereich hier angeht, habe ich einfach keine Ahnung gehabt. Ich habe mich bis dato nie damit befasst. Ja, und dann ging es halt für meine Begriffe ein bisschen zu schnell. Ich hatte relativ rasch kleine Beschwerden. Ich habe quasi wieder einen kleinen Schmerz gemerkt, in der Wade ziehend, habe auch relativ schnell Rücksprache mit den Ärzten gehalten. Ja, und dann sind wir halt einen Gang zurückgegangen. Irgendwann im Laufe der Reha-Maßnahme war es dann soweit, dass ich tatsächlich auch das Go bekommen habe, laufen zu gehen. Das klingt jetzt für viele, oh Gott, ist die total verrückt. Aber ich durfte kleine Laufversuche machen. Der Sache bin ich nachgegangen, ich bin nicht gesprintet, nicht sonst irgendwas. Und danach gab es halt den Rückfall. Ja, das war der Rückfall, von dem auch irgendwie alle erfahren haben. Die einen fanden es belustigend, haben gesagt, okay, wir haben es dir von vor, also anonym natürlich. Wir haben von vornherein gesagt, das kannst du nicht machen, Laufen ist absolutes No-Go. Viele andere, wie auch die behandelnden Ärzte, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine Zweitmeinung in dieser ganzen Sache. Wir haben gesagt, okay, normalerweise muss das ein Körper oder kann das ein Körper ganz normal wegstecken. Es ist jetzt nicht so Bandscheibenvorfall und du wirst dein Leben lang nie wieder joggen. Das steht außer Frage. Ja. Hatte ich einen Rückfall, war wieder bei Dr. Mutze, der hat sich gefreut. Es gab ein neues MRT, aber es gab keine neue Operation. Also aufgrund der vorangegangenen Operation war auch so viel Platz und es war so realistisch, dass mein Körper in der Lage war, dieses erneut ausgetretene Bandscheibengewebe zu resorbieren. Und ja, hat mein Körper auch getan. Und durch einen glücklichen Umstand, was auch immer Zufälle, bin ich an Daniel gekommen. Also Daniel Nähring, den ihr auch immer in meinen Instagram-Trainingsvideos seht, den ich da auch immer vorstelle, der eigentlich relativ häufig jetzt in meinem Leben auftaucht. Also nein, der ist nicht mein neuer Freund. Daniel und ich kennen uns vom CrossFit und er hat mich tatsächlich via Instagram angeschrieben und gesagt, du Adrienne, ich hatte vor 8 Jahren auch mal ein ähnliches Problem, doppelten Bandscheibenvorfall, schwere Lähmungserscheinungen. Lass mich dir einfach mal helfen, lass uns mal treffen, lass uns mal unterhalten. Und ich bin dann eigentlich immer so, okay, aber ich habe es gemacht, ich habe mich mit Daniel getroffen, wir haben uns sehr nett unterhalten, er hat mit mir ein paar Tests gemacht und ja, Daniel ist Physiotherapeut, er ist Sporttherapeut und ich habe mich tatsächlich auf dieses Experiment eingelassen.
Und heute, knapp 2 Monate später, also wir haben erst vor 2 Monaten angefangen zu trainieren, fühle ich mich tatsächlich viel, viel sicherer in ganz vielen Dingen. Wenn man Probleme mit der Bandscheibe hat, dann klingt das für Außenstehende, die das nie haben, naja, ist schon nichts, zieht ein bisschen im Rücken. Aber man hat Schmerzen und ich hatte auch nach meinem zweiten Rückfall wieder Schmerzen. Ich hatte keinen Nervenschmerz, Gottes Willen, aber immer wieder ein Stechen in meiner Hüfte. Und das hat sich bis heute wirklich verbessert. Ich frage Daniel, ich habe jetzt hier in dem Moment das Problem. Und Daniel hat für mich eine Antwort, mit der ich absolut gut leben kann. Er nimmt mir quasi die Angst. Er erklärt mir viele Dinge, warum, wieso, weshalb, was ist. Ja, und deshalb ist Daniel in mein Leben getreten und findet jetzt auch bald in diesen YouTube-Videos statt, damit auch ihr einfach vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen könnt. Denn ich habe gemerkt, seit ich diese Probleme habe, ich meine, ich bin Sportlerin. Ich bin mittlerweile 35, gibt es doch unglaublich viele andere Sportler und auch junge Leute, die genau dieses Schicksal teilen. Und es ist halt einfach nicht die Krankheit, die Oma und Opa haben, wo es ein bisschen mal im Rücken zieht. Da ist schon richtig was dahinter. Und gerade Sportler wissen, da gibt es diesen Ehrgeiz. Und ich möchte mich nicht damit abfinden, einfach zu hören, du darfst nie wieder joggen, du darfst eigentlich nie wieder schwere Gewichte bewegen, du darfst eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich darfst du nur noch zur Rückengymnastik gehen. Und wenn ihr wüsstet, was wirklich echte Rückengymnastik ist, dann sagt ihr für euch als Sportler, oh mein Gott, und das jetzt hier bis zum Ende meines Lebens, wollte ich einfach nicht. Daher, seid gespannt, was da mit Daniel kommt. Ich meine, auf Instagram konntet ihr es schon verfolgen und ja, also ich denke, ihr werdet große Freude dran haben. Jo. Das war jetzt meine Geschichte zu meinem Rückenleiden. Ich hoffe, es war jetzt einfach nicht zu viel, aber irgendwie musste ich doch an der einen oder anderen Stelle mal ausholen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es wirklich über die Grenzen hinaus interessiert. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viel gesprochen. Im nächsten Video geht es zu Dr. Mutze. Der erzählt aus medizinischer Sicht noch was. Daniel wird auch dabei sein, auch noch die ein oder andere Frage stellen. Ich denke, das wird eine spannende Sache. Und in Zukunft wird hier mehr los sein auf diesem Kanal. Ich verspreche es. Bis bald, eure Adrienne.